Ja, hallihallo, da sind wieder die Jutta und die Gabi bei unserem Kaffeegespräch. Und als heutiges Thema haben wir uns die vermeintlichen Tools oder Prozesse vorgenommen, die uns das Leben leichter machen sollen und irgendwie, die so nicht so ganz gelingt. Und wir haben dem draufgekriegt, dass er sagt, ups, da war wieder mal was. Genau. Ja, genau. Hallo erstmal zusammen. Danke, Gabi, dass wir wieder zusammen sind. Ja, und es geht so um so Erfahrungen, die man macht, ja, wo man sich erstmal selber auf die Schliche kommt, dass man manche Dinge, die immer wieder empfohlen werden, doch ganz schön kontraproduktiv einsetzen kann. Genau, und speziell haben wir ja vor einiger Zeit die 168 Stunden einmal so ein bisschen beschrieben, dass man sich seine To-Do-Listen vielleicht schenken kann. Und dafür aber die 168 Stunden, das ist ja praktisch die Zeit, die eine Woche hat, sich seine, sag ich mal, Dinge, die man erledigen möchte, so aufdröselt, dass man da einfach weniger Stress hat. Und Jutta, du hast dann erzählt, dass du das dann wieder doch zum Planen angefangen hast. Richtig. Also ich habe gemerkt, also ich habe mir die 168 Stunden schon öfter mal vorgenommen und dann habe ich mir irgendwann gedacht, also ich brauche jetzt unbedingt eine Struktur. Also schon mal dieses Verrückte, ich will mehr Freiraum, aber ich brauche eine Struktur. Aber mir ist es zu dem Zeitpunkt noch nicht aufgefallen. Also habe ich mir gedacht, so, ich mache jetzt mal ein Tabellenblatt und da schreibe ich mir rein, was ich in der Zeit überhaupt mache, damit ich überhaupt weiß, was so los ist. Was total paradox ist, weil ich sowieso einen Kalender habe, wo ziemlich viel drin steht, eigentlich mehr, als ich machen kann. Also war schon kontraproduktiv. Und dann habe ich das so, ich glaube, 3-4 Tage gemacht. Und dann habe ich mir, also gut, ich bin so manchen Dingen zwar, die ich zwar wusste, aber doch nochmal auf die Schliche gekommen. Aber das Verrückte war dann, dass ich gemerkt habe, hey, du machst viel mehr Aufwand mit dieser Dokumentiererei, als mit dem, was du tatsächlich umsetzt. Also das war total verrückt, ja, also so. Und also ich habe dann das so genannt, ja, also das ist so mein Doku-Junkie. Also so der innere Boykotteur, der so diesen Drang hat, alles aufzuschreiben und zu dokumentieren und das bremst dann voll in der Umsetzung aus. Mhm. Und das war eigentlich so eine Wahnsinnserkenntnis. Also es gab schon immer dieses Spüren, dass mir so Dinge wie Journaling und so weiter, dass die mir jetzt nicht unbedingt was bringen, weil ich gemerkt habe, da komme ich in den Wald, ja, und sehe tatsächlich keine Bäume mehr. Und jetzt ist mir das aber bei dem wieder bewusst geworden, weil ich mir gedacht habe, hey, 168 Stunden, dieser Zyklus, damit will ich mir eigentlich Freiraum schaffen. Mhm. Und jetzt bin ich so verrückt, mir diesen Freiraum vollkommen damit vollzupacken, zu dokumentieren, wie das mit den 168 Stunden gehen könnte. Also vollkommen, ja, also echt, da schreibe ich mir auch auf, wenn mich was ablenkt oder so. Was ja schon sinnvoll ist, ist zu merken, aber deswegen muss man es ja nicht stundenlang aufschreiben und dokumentieren, ja. Genau. Und ich habe mit der Gabi dann drüber gesprochen, so nach dem Motto, hey, was mir passiert ist. Und habe auch mal diese, ja, einfach mal gegoogelt und habe festgestellt, dass ich jetzt tatsächlich nicht der einzige Mensch auf der Welt bin, dem das passiert. Ja. Und das war dann schon sehr erkenntnisreich. Genau, weil ich habe ja auch gesagt, warum gibt es denn so viele unzählige Zeitmanagement-Kurse und Bücher und Tools und was der Teufel was, weil es gibt einfach wirklich viele Leute, die da das mehr strukturiert haben wollen und oft einmal viel mehr Zeit mit dem verbringen, wie sie sich die Checklisten und alles machen, anstatt dass sie wirklich ins Tun kommen. Wir haben dann auch noch gesprochen, wenn wir jetzt mehr als Köche, wenn wir in der Küche stehen, dann braucht man ja auch nicht so das ausgefeilte Rezept, ist einmal ganz praktisch, aber so wie es mir geht. Ich habe da meistens dann ein bisschen mehr kreative Ader mit drin, weil ich sicher irgendeine Zutat nicht daheim habe. Und ich denke, okay, was konnte ich denn da reinnehmen, statt dem, was halt vorgegeben ist. Und oft einmal lasse ich es einfach weg.
passiert auch. Das braucht man nicht da drinnen. Und gesagt, das geht auch. Geht. Ja. Und da ist einfach, dass man sich viel mehr Leichtigkeit erlaubt. Gell? Das ist so, wir wissen so viel und das findet uns ja doch. Gell? Und da muss man ja, und dass die Systeme oft auch so komplex sind. Ja? Also wenn das jetzt Zeitmanagement ist zum Beispiel, ja, wenn das System so komplex ist, ja, dass mich dieses System schon beschäftigt, dann ist es schon ein bisschen verdächtig, finde ich, ja. Also da sollte man schon mal gucken. Ich meine, wir wollen es ja nicht zum Beruf machen, es soll uns ja unterstützen, ja. Genau. Und ich glaube, das ist so, ja, das ist auch oft was wir oft durch viele Einflüsse von außen auch hintrainiert werden, wo einem immer gesagt wird, wo die Defizite liegen, ja. Ja. Das macht man so, ja. Und ich glaube, gerade die Leute, die in einem Bereich tatsächlich eigentlich schon ganz gut strukturiert oder organisiert sind, die sind anfällig, ja. Weil irgendwo denkt man, ah ja, vielleicht kann ich da doch noch besser und so. Also weglassen. Also ich habe dann so ein Beispiel, wo habe ich es denn hier? Ja, genau. Ich denke ja immer, ich muss alles total strukturieren und vorbereiten und dokumentieren. Und dann habe ich letzte Woche mal gedacht, so, ich mache jetzt einfach ein Video zu einem bestimmten Thema. Und dann war das hier, ich halte es jetzt mal in die Kamera, das kann wahrscheinlich eh kein Mensch lesen, weil das mein Gekrickel ist. Aber der Sinn der Übung war einfach, dass es auch in dieser Kürze geht. Ja? Also ich habe mir aufgeschrieben, die 3 Punkte, die ich in diesem Video sagen will und fertig. Ja? Also ich habe den Zettel dann auch nicht mehr gebraucht. Aber nur, es geht auch ohne großen Aufwand. Und da einfach mal den Mut zu haben, ja. Genau. Und man hat ja eine gewisse Vorstellung, wie man etwas machen möchte, gell? Wo man einfach sagt, okay, ich muss nicht jeden Beistrich und jeden Punkt jetzt da einplanen, sondern einfach einmal auch ins Tun kommen. Wir haben perfekt, unperfekt angefangen ist besser als perfekt gezögert, gell? Dass man einfach sagt, manche Sachen ergeben sich ja erst einmal im Prozess, gell, wo du sagst, schau, ich hätte mir das und das vorgenommen, da passt das gar nicht dazu wirklich rein. Und dann auch so, okay, lass mal weg, wie bei einem Rezept, wo du sagst, ja, alles muss man nicht immer rein da. Gell. Ja, und einfach auch mal anfangen und machen. Und also es ist sicherlich sinnvoll, sich bei irgendwas vorher so vielleicht zu überlegen, was will ich die nächste Stunde machen, was sind die Schritte. Weil das Sinnvolle daran ist eigentlich, dass man mit der Zeit merkt, also ich neige dazu, mir die Schritte dann zu groß zu machen. Und in das, was für mich in Anführungszeichen ein Schritt ist, da stecken eigentlich 5 Schritte drin. Das funktioniert dann auch wiederum nicht. Also da kann man sich selber auf die Spur kommen. Die Kunst ist es halt tatsächlich zu merken und zu verändern. Und da sind halt wirklich auch so Verbündete oder Buddies wichtig, mit denen man sich darüber austauschen kann. Ja? Also, dass man sich echt so jemanden sucht, so wie jetzt wir beide jetzt das genau. häufiger tun. Ja. Dass man sagt, hey, da bin ich aber jetzt auf was draufgekommen. Ja? Und das muss jetzt nicht immer sein, dass man gleich miteinander zoomt oder telefoniert. Das kann einfach sein, dass man jemandem eine kurze Message schickt über WhatsApp, über einen anderen Messenger-Dienst und sagt, hey, da ist mir aber was passiert. Ja, weil Und dann empfehlenswert ist halt, sich vielleicht so einmal in der Woche zu verabreden und einfach auch zu sehen, hey, was und jemanden, dem man vertraut und wo man sagt, ja, okay, da kann ich das erzählen. Ja. Genau, nein, das muss ich auch sagen, das ist wirklich total wertvoll, weil oft hat man so seinen Tunnelblick, gell, wo man in seine Gewohnheiten so auch festsitzt und wo du sagst, du nur allein ein kleiner Impuls, wo du sagst, ah, danke. Das ist mir total, habe ich nicht gesehen so und das bringt wirklich so viel. Da muss ich auch sagen, danke Jutta. Weil wir haben jetzt auf irgendwann einmal ein Jubiläum. Ja, stimmt. Hui. Nein, ja, noch ganz 10 Jahre sind es nicht, aber schon nahe dran. Ja. Nein, dran, gell. Und eben, wie gesagt, mal, das ist natürlich auch wertvoll. Und wir haben uns einmal persönlich getroffen, gell. Und seitdem machen wir das halt doch einfach über die Distanz halt online, weil es halt nicht so leicht geht, gell. Und und da wirklich die Einladung, sucht euch jemanden, weil es ist echt, erstens kommt man oft auch mal wieder auf neue Ideen und manche Sachen, wie wir schon am Anfang gesagt haben, kann man weglassen.
Und es bringt einfach auch so viel. Ich zum Beispiel muss jetzt nochmal so mit meinen Notizbüchern. Also das ist ja praktisch mein Terminkalender und ich mag ihn deswegen so gern, weil ich halt, weil ich merke über die Jahre, also ich schreibe den auch schon so lange, ändert sich einfach einiges und da ist vielleicht ein normaler Kalender gar nicht so sinnvoll und manches kommt halt wieder dazu, manches kommt wieder weg. Dann probiere ich es wieder mal einen Monat aus und denke, das ist eigentlich blöd, kann man darauf verzichten. Und manche Sachen denke ich auch, die ich vielleicht vor, keine Ahnung, einem Jahr weggelassen habe und dann blättere ich mal rein und denke mir, das war eigentlich eine gute Geschichte und nehme sie wieder dazu. Also, und da sie so seine, nicht nur die Unterstützung von anderen Leuten zu holen, sondern auch die das eine oder andere Technik-Gimmick, das einem da wirklich auch weiterhilft und sagt, mit dem spiele ich einmal. Gell? Ja, genau, das Spielen ist halt auch wichtig und sich das wirklich erlauben und man muss das ja auch nicht gleich jedem erzählen. Ja? Es gibt ja manchmal Dinge, da denkt man, aber es einfach tun, ja. Also genau. Es ist, also ich habe so ein Spielwerkzeug, das ich schon einige Jahre habe, das ist mein Zeiträumehaus. Und sich wirklich mal, also ein Haus kann jeder malen und sich da reinmalen, hey, so, wie ist denn das momentan mit meiner Zeit? Ja, was nimmt welchen Raum ein? Ja, und man kann sich daneben ein Haus malen, wo man sich reinmalt, wie möchte ich es denn haben? Ja, und aber wirklich mal Zeit als was anderes sehen, als immer nur die tickende Uhr. Ja, und oft sind es ja auch Zeitmonster, die uns davon abhalten, überhaupt was zu tun, weil wir im Kopf schon haben, das dauert so furchtbar lang, das ist keine Zeit dafür. Da brauche ich gleich gar nicht anfangen, so ungefähr. Genau, ja, und so wird es niemals, ja. Lieber sich sagen, okay, jetzt habe ich 10 Minuten, was geht in den 10 Minuten? Genau. Und da darf wirklich, also ich, Zeitmonster, das ist so ein Wort, das habe ich auch, ich glaube, bei einer amerikanischen Autorin entdeckt, wo ich mir dachte, ja, das stimmt eigentlich schon. Ja, es gibt Dinge, die sind deswegen so groß, weil wir nicht anfangen und nicht, weil sie so groß sind. Nein, und ich sage immer, es hat ja jeder gleich viel Zeit. Gell? Also es ist nicht so, dass wir es nicht schaffen würden, sondern es ist für manche Sachen nehmen wir uns einfach keine Zeit. Gell? Ja, und wir müssen einfach, oder ja, in dem Fall schon müssen, anerkennen, dass halt, es gibt Dinge, die sind zu machen, die sind da, und aber dazwischen gibt es auch Zeiträume, da können wir selbst entscheiden, was wir damit tun. Ja. Und das ist, finde ich, schon so ein, und eben Verbündete haben, finde ich, dann so diesen inneren eigenen Boykotteuren auf die Spur kommen. Und ja, und das versuchen alles in ein spielerisches, wie auf so einem Spielfeld zu sein, auf einer Spielwiese, und dann wird es ein bisschen leichter. Mit Sicherheit, genau. Ja, auf alle Fälle. Ja, ich denke, es ist gesagt, oder wie haben wir es denn? Genau. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank wieder fürs Zuhören, Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ja, ciao, tschüss. Ciao.